Ich habe vor kurzem einen neuen Account erstellt. Das ist der Account, den ich erstellt habe vor knapp 2 Wochen ungefähr. Und ich bin schon Level 25. Und ich merke langsam, okay, das Leveln wird langsam schwieriger. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, euch im heutigen Video zu erklären und euch die besten Tipps zu geben, um schnell in Clash Royale zu leveln. Vor allem auch dieses Jahr kommt noch ein Update mit einem Level 15er Update. Da wird das Level noch wichtiger. Aber ich habe gemerkt, einfach in unteren Ligen, Arenen, ist es umso wichtiger geworden zu leveln. Vor allem, weil es ja diese Caps gibt. Also ich kann jetzt die Arena 14 nur mit Level 27 spielen. Ich bin gerade Level 25. Und im heutigen Video möchte ich euch die besten Tipps und Tricks geben. So, ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in meinen ersten Account rein. Weil da bin ich jetzt schon max out. Und da kann ich euch noch ein paar Sachen besser zeigen, ja. So, wir sind im ersten Account. Und Leveln hängt immer sehr stark mit Gold zusammen, ja. Deshalb ist es immer wichtig, sehr viel Gold zu bekommen. Und ich gebe euch auch ein, zwei Tipps, wie ihr am besten schnell Gold sammeln könnt, ja. So, erster Tipp ist es natürlich, eure Herausforderung zu machen. Ja, nicht so wie ich. Noch 2 Tage übrig ungefähr. Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Weil hier kriegt man auch die ganzen Belohnungen. Aber das ganze System wird sich hier ändern, ja. Sobald es sich geändert hat, werde ich noch ein Update-Video machen. Aber ich denke, Turniere werden auf jeden Fall sich ein bisschen ändern, aber da werdet ihr trotzdem alle Herausforderungen machen müssen, ja, damit ihr immer sehr, sehr viele Karten bekommt, Gold bekommt. Und wichtig ist das auf jeden Fall zum Leveln. Mittlerweile gibt es ja seit einem Jahr die Meisterungen und Meisterungen sind einfach mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden, um zu leveln. Und hier bekommt ihr auch natürlich krasse Belohnungen, ja. Hier seht ihr es, wenn ihr die Stufe 3 abschließt, kriegt ihr hier 100 Punkte. 100 Punkte für euer Level, was natürlich sehr wichtig ist. Ich werde noch einige andere Sachen zeigen. Hier gibt es 50 Punkte auf Rang 3. Auf Rang 2 hier gibt es sogar 125 Punkte. Ich glaube, das ist relativ unterschiedlich von Truppe zu Truppe. Aber auf jeden Fall Meisterung sehr, sehr wichtig. So, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich glaube, ab Level 7 schaltet man die Meisterung Stufe 1 für gewöhnliche Karten frei, ab Level 8 für seltene, ab Level 9 für epische. Versucht da immer eure Karten da in die Richtung zu leveln. Das heißt, umso mehr Karten ihr meistern könnt, umso mehr XP bekommt ihr. Ja? Das heißt, ihr könnt eigentlich jedes Mal leveln. Ihr könnt immer XP sammeln. So, falls ihr eure Karten mal nicht upgraden sollt, ihr könnt einfach die Meisterung machen. Ja? Und da kriegt ihr auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel XP. Und die meisten XP bekommt ihr wirklich durch Leveln, ja. Ich glaube, auf Level 8 bekommt ihr 100 Punkte, auf Level 9 200, auf Level 10 schon 400 Punkte. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall merken, so. Und was gibt es noch zu sagen? Ihr kriegt auch noch XP durch Karten spenden. Also, umso mehr Karten spendet, umso mehr XP bekommt ihr auch. Da würde ich aber etwas vorsichtig sein mit Karten spenden. Wirklich, es sei denn, ihr seid wirklich ganz kurz davor, ein neues Level zu erreichen. Spendet nur Karten, die ihr wirklich absolut nicht braucht. Und ja, weil ihr wollt ja auch natürlich Karten haben zum Tauschen. Tauschen ist auch sehr, sehr wichtig, um natürlich eure Karten zu bekommen, die ihr wollt. Und Karten loswerden, die ihr nicht braucht. So. Und noch eine Sache. Levelt Karten, die ihr vielleicht irgendwann mal brauchen könntet. So. Es gibt Karten, die lohnen sich einfach nicht abzugraden. Und ja, levelt Karten, die in eurem Deck sind. Karten, die stark sind, so. Die vielleicht irgendwann in euer Deck relevant werden könnten. Oder levelt euch 2 Decks nebenher. Das ist mein Tipp. So habe ich das jetzt zum Beispiel auf meinem neuen Account gemacht. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich erwähnen will. Ihr braucht natürlich auch Karten natürlich zum Leveln. Die Karten kriegt ihr auch zum Beispiel in den Clankriegen. Also in den Truhen. Da sind immer sehr, sehr viele Belohnungen. Sucht euch einen Clan. Macht eure Clankriege. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ist, wie gesagt, Spenden, Meisterungen, Karten leveln. Umso höher ihr eure Meisterung bekommt, umso mehr XP bekommt ihr auch. So, ich denke, ab Level 11 ist diese 2. Meisterung frei bei den meisten Karten oder ab Level 10 schon bei gewöhnlichen. Da versucht einfach eure Karten auf die Level zu bekommen, grindet die Meisterungen durch. Und ja, noch eine Sache, falls ihr natürlich Free-to-Play seid, das waren jetzt alle Sachen, die Free-to-Play sind. Was kann man noch sagen? Falls ihr Geld ausgeben wollt, was ich jetzt nicht wirklich... Ja, ich euch rate, das Einzige, was ich machen würde, ist vielleicht den Pass holen. Da bekommt ihr auch sehr, sehr viele Joker, Kartenjoker, Buch der Bücher. Damit könnt ihr eure Karten natürlich auch leveln. Das heißt, da bekommt ihr auf jeden Fall noch mehr zusätzliche Level. Und natürlich levelt ihr dadurch auch schneller. So,
Jetzt überlege ich noch, ob es noch ein, zwei Punkte gibt. Aber mir fällt gerade tatsächlich nichts ein. Das ist das wirklich Wichtigste. Meisterung machen, Karten leveln, spenden. Und mittlerweile sollte das auch relativ zügig gehen. Ihr habt es schon gesehen, ich gehe jetzt nochmal kurz in den anderen Account rein und zeige euch einfach meine Kartenlevel ganz kurz noch. Und ja, ihr seht das, wir haben schon Level 10er Karten. Hier haben wir auch schon Level 10er. Also wir haben noch keine 11er Karte. Es dauert natürlich alles so seine Zeit, aber wie gesagt, macht eure Meisterungen, sehr, sehr wichtig. Ich werde auch noch ein Video zur Meisterung machen, wie ihr am besten eure Karten meistern könnt. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall auch ein Abo dazulassen. Und falls sich noch irgendwas ändern sollte in Zukunft, werde ich dann noch Updates bringen. Ja, wie ihr am besten schnell Karten leveln könnt, wie ihr am besten euer Königsturm leveln könnt, also hier oben. Ja, eure Level hier. Ich kriege ja natürlich auch immer Truhen, das ist auch immer sehr, sehr wichtig zu wissen. Und das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und macht's gut, Leute. Ciao.